für Bündnis 90 Die Grünen. Das war sehr hoch. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, wir wissen, dass Menschen nicht so einfach losmarschieren und ihre Heimat verlassen, weil der Job vielleicht gerade nicht so cool ist. Zur Erinnerung, das politische Asylrecht wurde von den Müttern und Vätern des Grundgesetzes aus der schmerzhaften Erfahrung geschaffen, dass Hunderttausende Deutsche vor der Nazi-Diktatur fliehen mussten und in anderen Ländern Schutz erhielten. Daher ist die Frage, wie wir als Europa mit den Menschen umgehen, wenn sie an den Außengrenzen ankommen, eine höchst historische und grundlegende für unsere Demokratie. Wir Grüne und auch die Bundesregierung stellen sich dem, und wir machen es uns nicht leicht. Daher ringen wir um die Antworten, denn das Leid verfolgter Menschen könnte auch das unsere sein. Es könnten auch unsere Kinder betroffen sein. Daher sind legale Einreisewege die richtigen Antworten auf die rechtsstaatlichen Krise an den Außengrenzen. Menschenrechtsmonitoring an den Außengrenzen und parlamentarische Kontrolle von Frontex ebenfalls. Pushbacks sollten nicht länger möglich sein. Die EU-Grenzländer müssen unterstützt werden und Geflüchtete fair und solidarisch innerhalb der EU angenommen werden. Das individuelle Recht auf Asyl darf eben nicht ausgehöhlt werden, meine Damen und Herren. Geht es nach dem erklärten Willen der AfD, werden wir zeitnah Feste, Mauern und Zäune haben. Sie glauben wirklich, dass dadurch Migration nachlasse, was schließlich zu geringeren Kosten und dann damit auch zu weniger Kriminalität führen würde. Ungarn ist das große Vorbild. Denn Sie sind ja der Meinung, ich zitiere mit Erlaubnis der Präsidentin Hannes Gnauk, Vorsitzende der Jungen Alternative, Zitat, die anderen im Bundestag vertretenen Parteien würden nicht ruhen, bis jeder Winkel dieses Landes und jedes friedliche Dorf mit illegalen Migranten vollgestopft ist. Zitat Ende. So versteht es die AfD. Ihre Arbeit: Lügen, Fake News verbreiten, agitieren, Menschen gegeneinander aufbringen. Ja, das kennen wir. Aber ich verspreche Ihnen eines, das lassen wir nicht zu. Nicht hier im Deutschen Bundestag, nicht in dem Hohen Haus unserer doch so schwer erkämpften Demokratie, nicht in diesem Land, meine Damen und Herren. Und auch nicht im Ausschuss für Inneres und Heimat, in dem wir Menschen wie Sie gestern unter anderem offen zu verstehen geben wollen, ich gehöre nicht zur Kultur des Abendlandes und ich müsse lernen, mich an die Gepflogenheiten anzupassen. Ich musste mir tatsächlich Aussagen anhören, wie mit vollem Mund spricht man nicht, das tut man nicht in der abendländischen Kultur, oder sogar Sätze wie Frau Kador, wenn sogar Frau Kador jünger wäre und lernt sich zu benehmen, könnte sie sogar Teil der JA sein. Das muss man sich hier anhören im Deutschen Bundestag, im Innenausschuss. Ja. Damit haben Sie, und das möchte ich hier festhalten, eine Vertreterin des Deutschen Bundestages, also eine Vertreterin eines Verfassungsorganes, rassistisch und frauenfeindlich diffamiert. Ich bin Deutsche und ich vertrete dieses Land. Und es sind, weiß Gott, nicht Sie oder irgendjemand, die irgendwie ein geartetes Recht haben oder gar die Macht dazu haben, diesen Fakt auch nur irgendwie in Frage zu stellen. Vor genau 90 Jahren wurden in Deutschland Bücher verbrannt, um damit die kranken Vorstellungen von undeutsch zu bezeugen. Damals war es noch gelungen, die Macht zu solch einer Perversion zu erringen. Aber Ihnen wird das nicht mehr gelingen. Denn das ist es, was die Worte nie wieder Faschismus und während den Anfängen in Wirklichkeit bedeuten. Und ich versichere Ihnen, die Demokraten in diesem Land lassen sich nicht mehr auseinanderdividieren. Nicht im Innenausschuss, nicht im Deutschen Bundestag, gar nicht. Sie stehen mit Ihren völkischen Fantasien am Rand, und genau da gehören Sie auch hin. Und auch wir, Demokratinnen und Demokraten, müssen lauter werden und diese Gefahr gemeinsam abwehren. Es ist nicht primär Aufgabe von Betroffenen, sich dagegen zu wehren, sondern von Nicht-Betroffenen. Ich möchte sagen, noch Nicht-Betroffenen. Denn wenn wir diesen Hass zulassen oder uns gar daran gewöhnen, meine Damen und Herren, werden es irgendwann nicht mehr nur geflüchtete Migranten, Muslime sein, die diesen Hass von Recht zu spüren bekommen. Sie irgendwann werden es wieder Jüdinnen und Juden sein, Frauen, Menschen mit Behinderung und Queere. Irgendwann sind wir alle irgendwie dran. Und deshalb gilt es, wir alle müssen gegen das da aufstehen. Das da. Genau das da. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, zum Schluss daher ein Dank an unsere Sicherheitsbehörden, ja, explizit an unseren Verfassungsschutz, der Verfassungsfeinde konsequent einordnet und Nachprüfer belegt. Ich danke Ihnen, dass Ihre Funktion als Frühwarnsystem in diesem Bereich inzwischen so gut konfrontiert.
Denn die Einstufung, ja, Sie sind auch Menschen, ja, Sie sind auch Menschen. Denn die Einstufung der Nachwuchsorganisation der AfD sowie zwei Gruppierungen aus dem Umfeld als gesichert rechtsextremistisch ist eine gute Nachricht dieser Tage. In dem Bericht des Verfassungsschutzes heißt es, die JA, also die Junge Alternative, propagiert ein völkisches Gesamtkonzept, das auf biologistischen Grundannahmen beruht, ein ethnokulturell möglichst homogenes Staatsvolk postuliert. Staatsangehörige mit Migrationshintergrund werden als Deutsche zweiter Klasse abgewertet. Migrantinnen und auch Muslimen wird pauschal unterstellt, die öffentliche Sicherheit und den Erhalt des ethnisch definierten Volkes zu gefährden. Im Innenausschuss wurde von einem ihrer Vertreter, nicht von einem ihrer, von einem Vertreter des Justizministeriums, von einer Fixierung auf Migrantinnen gesprochen, gar von einer Obsession für Musliminnen und Muslime. Dass ausgerechnet ich diese Obsession dann auch abgekriegt habe, wundert eigentlich nicht, dass die AfD dann tatsächlich die Feststellung des Justizmitarbeiters mit nicht rechtsstaatlich einordnete, schlägt dem fast den Boden aus. Und genau das, ich komme zum Ende, ist der Treibstoff für jene Jugendliche, die in Heidesee in einem Ferienlager Schülerinnen und Schüler anfeinden oder in Burg den Rechtsextremismus zur Leitkultur an ihren eigenen Schule machen wollen. Solche Jugendlichen wünschen sie sich. Solche Jugendlichen wollen sie mit ihren Anträgen motivieren. Aber ich kann Ihnen heute und hier von dieser Stelle versichern, das lassen wir nicht zu. Vielen Dank. Für das Wort Hetze, ich weiß jetzt leider nicht, von wem es gerade kam, können Sie Ihren Namen noch mal sagen? Herr Kranich erhält einen Ordnungsruf. Und ansonsten werde ich noch mal das Protokoll prüfen. Wir konnten nicht alles verstehen, was gerufen wurde. Frau von Storch, wie viele Ordnungsrufe wollen Sie denn noch